Wenn man jemandem das Naturrecht näher bringt, kommt nahezu immer irgendwann ein Einwand in Richtung, wie geht das Naturrecht mit diesem Problem um, wie verhindert das Naturrecht jene Ungerechtigkeit etc. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Bei selbstverletzendem Verhalten, etwa dem bekannten Ritzen, liegt etwas vor, das rechtlich betrachtet kein Problem ist. Es wurde kein fremder Körper verletzt, es wurde auch kein fremdes Eigentum verletzt und es liegt auch sonst nichts vor, das ein gewalttätiges Einschreiten gegen die selbstverletzende Person rechtfertigen würde. Rechtlich gesehen. Trotzdem dürfte jedem klar sein, dass hier ein Problem vorliegt, dass hier eine Sache ist, um die man sich kümmern muss. Da ist es offensichtlich, dass das Recht keine Antwort liefert. Zumindest keine Antwort im Sinne, was in so einem Fall zu tun ist. Das Recht sagt nur, was in bestimmten Fällen nicht getan werden darf, nämlich Gewalt angewendet. Allerdings, wir sind Menschen. Eine Gesellschaft, die alleine nach den Regeln des Rechts funktioniert, ist keine menschliche Gesellschaft. Es braucht einfach mehr. Und dieses Mehr nennt sich Ethik. Deswegen gibt es ethische Gebote, deswegen gibt es Sitten. Sitten sind per Definition schon gesellschaftliche Regeln, die eben gerade nicht Teil der Rechtsordnung sind, die eben nicht Gesetz sind. Sie sind aber trotzdem Regeln. Deswegen macht übrigens auch der Begriff Sittenpolizei keinen Sinn, aber das nur so nebenbei. Auch in rechtspositivistischen Systemen tritt die Fragestellung auf. So kann man als Angehöriger nichts tun, wenn ein magersüchtiger Mensch direkt vor deinen Augen verhungert. Die individuelle Freiheit geht vor. Das haben Höchstgerichte immer wieder festgestellt. Erst wenn der Mensch nicht mehr für sich selbst entscheiden kann, erst dann dürfen andere eingreifen. Und so gibt es viele Themen, bei denen Probleme vorliegen und das Recht dann nicht sagt, was zu tun ist, sondern nur festlegt, welche Lösungsansätze nicht zulässig sind. Wenn es ein Problem gibt, etwa mit der Finanzierung der staatlichen Pensionen, dann ist die Lösung, die Pensionisten einfach umzubringen, nicht zulässig. Wenn man selber nicht genug Geld hat, um sich einen schönen Urlaub zu leisten, dann ist die Lösung, einen anderen zu überfallen und auszurauben und so an das benötigte Geld zu kommen, nicht zulässig. Im Naturrecht ist so etwas grundsätzlich nicht erlaubt. Im Rechtspositivismus nur, solange der Staat ebenfalls dieser Ansicht ist. Dass der Staat sich das Recht vorbehält, Menschen nach Belieben zu berauben und auch umzubringen, oder genauer gesagt, sich selber die Regeln zu geben, nach denen er rauben und morden darf, das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Es geht erstmal um die Unterscheidung Recht und Ethik, wie gerade beschrieben. Ethik ist das, was man tun sollte, ist die Frage, wie man mit Problemen umgehen sollte. Recht sagt nur, welche Lösungsansätze dabei nicht zulässig sind. Und nun haben wir das Problem, dass viele Menschen nur schwer unterscheiden können, was ist das eine, was ist das andere. Zu viele Menschen kennen das nicht und deswegen haben eben diese Menschen kein Problem damit, Lösungsvorschläge aus der Ebene der Ethik in die Ebene des vermeintlichen Rechts zu transferieren. Ein Vorgang, der nur im Rechtspositivismus geht, der ja falsches Recht darstellt. Das Naturrecht sagt, du darfst nicht Gewalt anwenden, außer wenn dein Körper oder dein Eigentum angegriffen wird oder wenn du zum Beispiel die Erlaubnis desjenigen hast, gegen den du gewalttätig wirst. Der Rechtspositivist hält fälschlicherweise alles für Recht, das unter dem Titel Gesetz steht, mit teilweise katastrophalen Folgen. Viele dieser falschen Rechtsansätze wurden teilweise unter erheblichen menschlichen Opfern abgeschafft. So ist Sklaverei inzwischen verboten, zumindest die direkte. Auch das Töten von Zauberern und Hexen ist in vielen Teilen der Welt nicht mehr erlaubt. Nur in Saudi-Arabien passiert das noch ganz offiziell. Das Konzept, dass manche Menschen Untermenschen sind,
hat sich auch lange gehalten, ist aber inzwischen selbst in Indien, zumindest offiziell, abgeschafft. Aber es gibt viele barbarische Ansichten, die auch im zivilisierten Österreich nach wie vor als Recht durchgehen, obwohl sie eindeutig in den Bereich der Ethik gehören. Als allererstes zu nennen ist da die Blasphemieregelung, ein Relikt aus dem tiefsten Mittelalter, das es aus barbarischen Zeiten irgendwie geschafft hat, bis in die Gegenwart beibehalten zu werden. Und diese Blasphemie-Sache ist wiederum nur ein Detail des darüberliegenden Konzepts von Redeverboten. Es gibt Gebote. Man sollte respektvoll miteinander umgehen, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Man sollte den anderen nicht beleidigen. Man sollte nicht verleumden, nicht lügen, nicht gegen Gruppen hetzen. Aber all das sind Regeln des Anstands, Regeln der Sitte und auch der Ethik. Aber wenn man das nun in ein Gesetz packt, hat man da ein Problem. Und das wollen viele nicht sehen. Da ist in den Hirnen der meisten die Überlegung, lass uns doch einfach gewalttätig werden, wenn jemand etwas spricht, das nicht gesprochen werden soll, dann ist Gewalt die Lösung. Sieht jetzt jemand das Problem? Plötzlich ist Gewalt im Spiel. Und es macht keinen Unterschied, dass es staatliche Gewalt ist. Es ist Gewalt. Und derjenige, der gewalttätig wird, ist erstmal derjenige, der seine Gewalt rechtfertigen muss. Und zwar mit echten Argumenten. Es gibt da ein Gesetz, ist kein Argument. Das ist ein Pseudo-Argument, das schlechte Menschen benutzen. Das ist das Argument der Dummköpfe und es ist das Argument von Verbrechern. Denn die Problematik der Gewalt wird irgendwie ausgeschaltet. Irgendwie kommt das bei Befürwortern von Gewalt als Reaktion auf etwas Gesprochenes plötzlich nicht mehr vor. Die Gewalt wird gedanklich weggerechnet und nur mehr die Lösung des vermeintlichen Problems gesehen. Dasselbe gilt auch für Besitzverbote und alle anderen Gesetze, bei denen Gewaltmaßnahmen für Handlungen ohne Opfer vorgesehen sind. Die jetzt alle auszuführen, würde zu weit gehen. Es geht darum zu erkennen, dass wir eigentlich jetzt schon wissen, was recht ist und was nicht. Nur weil wir jetzt aber noch nicht wissen, wie manche Probleme ohne Gewaltanwendung sicher gelöst werden können, gibt uns das nicht das Recht, einfach so auf Gewalt zurückzugreifen. Unsere Vorfahren wussten nicht, wie man mit dem Problem der Homosexualität umgehen soll. Und weil ihnen nichts eingefallen ist, haben sie einfach Verbote in Gesetzesform gepackt. Recht war das nicht. Das war Faulheit, Dummheit und es war verbrecherisch. Heute wissen wir, dass dieses Problem gar kein Problem war, dass das ein erfundenes Problem war und die Urteile gegen Homosexuelle Unrecht waren. Und was war das Kennzeichen dieses Unrechts? Es handelte sich um ein opferloses Delikt. Kein Opfer. Auch Verurteilungen wegen irgendeines Besitzes oder irgendeines gesprochenen Wortes sind heute bereits Unrecht. Eindeutig Unrecht. Und warum? Gleich wie bei den Homosexuellen früher. Es gibt kein Opfer. Rechtlich gesehen. Das exakt gleiche Thema unter ethischen Gesichtspunkten kann natürlich ein ganz anderes Bild ergeben. Beleidigungen sind keine Kleinigkeit. Nur weil sie keine Gewalt rechtfertigen, bedeutet das nicht, dass man eine Beleidigung, eine üble Nachrede oder den Besitz von Waffen oder Drogen ignorieren sollte. Es ist sehr wohl eine gute Idee, solche Dinge zu registrieren und das Verhalten entsprechend anzupassen. Sollte man bei dieser Verhaltensanpassung jedoch gewalttätig werden, dann hat man sich selber ins Unrecht gesetzt. Und es bleibt Unrecht, auch wenn das eigene Unrecht Gesetz heißt und Mehrheitsmeinung ist. Die Vernunft sagt uns, was recht ist und was nicht, nicht die Mehrheit. Danke.